Wer ist es? Also, wir picken jetzt die Blöcke und spielen quasi, wir müssen gegenseitig erraten. Ich muss raten, was Elina pickt und Elina muss raten, was ich picke. Ich glaube, das ist der beste. Das ist der beste Block, den wir jetzt nehmen können. Okay, wir nehmen die Blöcke hier zum Verdecken. Da ist unser Block. Ich bin ready. Okay, ich habe meinen Block gepickt. Ja. Okay. Elina, chill mal, es ist 10.30 Uhr. Wollen wir Stein, Schere, Papier ums Anfang machen? Oh ja. Stein, Schere, Papier. Mist. Verdammt, okay. Bereit? Ja. Stein, Schere, Papier. Verdammt. Mann. Okay. Bereit? Ja. Stein, Schere, Papier. Verdammt. Mist. Okay, nochmal. Stein, Schere, ja. Papier. Okay. Mann, das geht nicht. Bist du bereit? Ja. Stein, Schere, Papier. Verdammt. Mann. Okay, bist du bereit? Stein, ja, ich bin bereit. Schere, Papier. Mann. Mann. Okay, bereit. Drei. Ja. Stein, Schere, Papier. Mann! Okay. Stein, Schere, Papier. Mann, Elina! Bist du bereit? Ja. Stein, Schere, Papier. Mann! Okay, bist du bereit? Stein, ja. Schere, Papier. Mann! Bist du bereit? Stein, ja. Schere, Papier. Mann! Stein, Schere, Papier. Junge, Elina. Bist du bereit? Ja. Stein, Schere, Papier. Yes! Wie konntest du mich durchblicken? Indem ich jetzt gerade am Ende noch Zeit rausgeschwitzt habe. Ich hab dich gelesen wie ein Buch. Dann darf ich anfangen. Ja. Ist dein Block von der Oberwelt? Ja, mein Block ist von der Oberwelt. Oh. Das heißt, ist dein Block ein natürlich vorkommender Block? Ja. Mein Block ist ein natürlich vorkommender Block. Ist es der Pilzblock? Nein, ist es nicht. Schade. Mann! Okay. Ist dein Block der Schwamm? Nein. Oh, Mist. Was pfefferst du denn direkt so los? Aber der Schwamm ist es schon mal nicht. Ja. So, Pilz ist es auch nicht. Okay. Mhm. Ist dein Block Crying Obsidian? Nein. Oh. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Block mir irgendwie so... Ich habe ihn in meinen Rahmen gehangen. Und ich packe ihn mir in meine Hotbar. Mache ich auch, damit man sieht, damit man sieht, Block, ja. Okay. Kann man deinen Block craften? Ja. Kann man craften? Uiuiuiuiui. Kann man den hier nicht craften? Crying Obsidian kann man nicht craften. Magma kann man nicht craften. Ich mach nur so vorsichtig weg, nicht, dass ich dann das Falsche weghaue. Ist doch nur fürs Gehirn, dass man was wegmacht. Naja, es ist einfach nur so ein bisschen. Ist nur halt Ausschlussprinzip. Oh, das kann man. Okay, nächste Frage. Gibt's deinen Block auf der Oberfläche? Hm. So zum Finden, oder was? Ja. Nee. Ah, Mist. Ist dein Block, craftet man den? Nee. Baut man deinen Block am besten mit einer Spitzhacke ab? Nö. Ist dein Block der geschnitzte Kürbis? Nee. Okay. Oh, kann man deinen Block anpflanzen? Nee. Nee. Ist dein Block der Schwamm? Nein. Okay. Gibt dein Block ein Redstone-Signal? Nee. Nein. Mm-mm. Kacke. Okay. Ist dein Block der Diamantblock? Nein. Mann, immer weil du so zögerst, habe ich kurz schon Freudentränen in den Augen. Muss man deinen Block mit einer Werkbank craften? Nee. Ist dein Block im Untergrund zu finden? Nein.
Okay. Ist dein Block eine Pflanze? Also so pflanzlich? Ja, hätte ich schon gesagt. Ist dein Block der Melonenblock? Nee. Okay. Kann man mit deinem Block Redstone Sachen bauen? Ja. Aha. Oh je, jetzt wird's knapp, jetzt wird's aber knapp, jetzt wird's aber knapp. Ich hab da jemanden im Blick. Ist dein Block klebrig? Ja. Oh, das trifft aber auch auf den Honigblock zu, ne? Aber Redstone, ja, man kann, wenn man will, kann man bestimmt irgendwas Redstone-mäßiges. Und Schleim ist ja auch im... Gott. Hast du den Schleimblock? Nein. Puh, jetzt wird's spannend, ne? Mhm. Ist dein Block der Grasblock? Guck mal, meine Haare. Oh mein Gott, es war 50-50. Ich hatte die Auswahl runter bis auf zwei Blöcke. Moos oder Gras, Alter. Und du hättest jetzt als nächstes safe Honig gesagt. Der meiner war Honig. Oh, echt? Ich hätte als nächstes klebrige Kolben gesagt. Boah, ich hab gezittert, Alter. Okay, wir brauchen den wichtigen, zentralen zweiten Punkt. Was nehmen wir? Ja, ich würde auch sagen Eis. Packeis. Warte mal, ist Packeis der Block, der gecraftet wird? Ja, oh, perfekt. Das heißt, wir können das mit Craften verbinden. Wir nehmen Eis. Hundertprozentig nehmen wir Eis. Jawollo. Ich bin auch ready, Bombetti. Okay, Steinschere. Okay. Bereit? Ja. Steinschere, Papier. Ich gebe auf. Fang einfach an, Elina. Ja. Jetzt werden harte Fragen gestellt. Was denn? Okay. Kann man deinen Block craften? Ja. Ja, okay. Gibt's dein... Nee. Findet man deinen Block in Höhlen? Nee. Okay, wilder Guess. Ist dein Block der Honigblock? Nein. Oh, verdammt. Hat dein Block eine höhere Blast Protection? Eine höhere? Ich glaube nicht. Craftet man deinen Block? Nein. Nein? Nee, den craftet man nicht. Ich habe eine richtig gute Frage. Ist dein Block Bestandteil einer Struktur? Nee. Braucht man Silk Touch, um deinen Block abzubauen? Nein. Okay. Gibt's deinen Block in der Overworld? Ja. Wird der natürlich generiert in der Overworld? Ja. Okay. Warte, ich muss nochmal fragen. Kann ich deinen Block in einer Höhle finden? Hattest du das nicht schon? Ja, hatte ich schon, aber ich hab's vergessen. Nee. Kann ich nicht in einer Höhle finden? Findet man deinen Block im Untergrund? Ja. Ist dein Block dieser Tropfsteinblock? meiner war Eis, Packeis. Packeis, mein Gott. Wichtiger Punkt. Nein, Ben war sogar im Chat, hat mir Tipps gegeben. Er hat mir gesagt, was ich alles wegmachen soll. Wir brauchen jetzt einen starken Pick. Starker Pick. Wir brauchen jetzt einen richtig, richtig, richtig starken Pick. Ich würde auch sagen, wir gehen nochmal in den Honig rein. Jetzt müssen wir noch so tun, als ob wir hier so lange am Überlegen sind. Okay, findet man den Block an der Oberfläche? Nö. Findet man nicht. Okay, was vorhin ultra reingecarried hat, ne? Die Frage ist wirklich insane. Braucht man für deinen Block Silk Touch? Oh. Das ist so eine K.O.-Frage. Oh. Warte, das muss ich kurz... Die hat vorhin so heftig gecarried. Du brauchst Silk Touch? Du brauchst Silk Touch für den Block, ja. Ist dein Block... dieser Skulpblock? Nee.
baut man deinen Block üblicherweise mit einer Spitzhacke ab. Nein, es kann eigentlich nur noch der Grasblock, der Amethyst, der Pilz oder der Bienenstock sein. Weil Pack, oder maybe noch Packeis, aber da bin ich mir unsicher. Ah, Melone maybe auch noch. Melone geht auch noch, ja, ja. Da könnte ich jetzt noch fragen, ob man ihn craften muss. Ich gehe einfach mal mit dem Pilz, glaube ich. Okay, ist dein Block der Pilzblock? Nein. Kommt dein Block in der Oberwelt vor? Ist dein Block am Boden zu finden in der Oberwelt? Üblicherweise nicht. Okay. Ausschlussprinzip ist hier Key. Ja, das stimmt. Ich bin aber, glaube ich, zu schwach. Meine Mäntel reicht nicht. Braucht man eine Werkbank, um deinen Block zu craften? Nein. Okay. Ist dein Block der Bienenstock? Yeah! Kacke, ey. Scheiße, ey. Meiner war übrigens der Honigblock. Oh, der Honigblock. Guter Pass mal auf, Leute. Wir schicken jetzt den Honigblock nochmal ins Rennen. Elina, das ist eine Mindset-Frage. Verstehst du? Ist dein Block ein Baublock? Also ein Block, den man ausschließlich nur fürs Bauen verwenden kann, der keine Funktion sonst hat? Nein. Also es ist jetzt nicht nur so ein dekorativer Block halt, so ein Baublock einfach. Leute, wir brauchen jetzt eine Banger-Frage. Eine richtige Banger-Frage. Okay. Ziemlich viel ausgeschlossen. Craftet man deinen Block? Nein. Ist dein Block Bestandteil einer Struktur? Nein. Das ist gut, das ist gut. Wir fragen, ob der Block grün ist. Das würde die Sache auf ganze 5 Blöcke einschränken. Ist dein Block grün? Nein, ist er nicht. Ist dein Block Crying Obsidian? Nein, das ist nicht. ist dein Block grün? Nein. Scheiße. Kannst immer weiter fragen. Frag einfach immer weiter. Ist dein Block rot? Nein. Ist er gelb? Ja. Ist er klebrig? Ja. Ist es der Honigblock? Ja. Scheiße.